Ja, ich weiß, das haben Sie mir schon ein paar Mal gesagt. Ich weiß, dass das ein Zeitschloss ist. Aber warum, habe ich mich gefragt, wenn man schon seine sauteure Tresortür installiert, inklusive Überwachungskamera, warum hat es dann nicht noch für, was weiß ich, für ein paar Sensoren gereicht, die überprüfen, ob nicht doch noch ein Kunde im Tresorraum ist, bevor sich der Grabstein vor die Höhle rollt? Nixe. N3 ist Lorelei 3. Schauen Sie, und mein Vater hat Dr. Gump immer wieder gewarnt vor irgendwelchen Risiken, aber Dr. Gump hat nur geschrieben, die Nixe muss laufen. Und mein Vater fragt, und warum? Und Dr. Gump schreibt, aus 200.000 schönen Gründen. Nicht wenige Wirtschaftsprüfer waren bereit, das Spiel mitzuspielen. Zwar mussten sie von den Banken teuer bezahlt werden, aber immer wieder bestätigten sie die Eignung bestimmter Derivate. Grüße Sie, Herr Dr. Gump. Klaus Neumann hier. Ich befinde mich gerade hier und ich habe die Unterlagen meines Vaters vor mir aus dem Schließfach und ich habe eine wunderschöne Geschichte gefunden von, wie soll ich das sagen, zwei Wirtschaftsprüfern, die versuchen, einer Meerjungfrau Beine zu machen, aus 200.000 schönen Gründen. Und ich wollte Ihnen jetzt meinen professionellen Rat anbieten, ob Sie diese Geschichte veröffentlicht sehen wollen. Wissen Sie was? Rufen Sie bei mir an. Melden Sie sich einfach, ich bin erreichbar bei der Hausbank meines Vaters. Die ganze Nacht. Fragen Sie einfach nach dem Mann im Tresor. Ja. Ja, ist gut, Herr Bölali. Wir sollten langsam. Ja, leider nur die Leitung ein bisschen. Ja, falls er an. Ja, okay. Bitte machen Sie Ihre Runde. Bitte? Ja, ich bin hier. Herr Benali, das ist einer. Der ist aus Tunesien. In Tunesien war der Musikprofessor. Hier arbeitet er als Wachmann für die Deutsche Bank. Pass auf, dass keiner mit dem Geigenkasten vorbeikommt. Hier, über uns, die Deutsche Bank, ein sehr fantasievolles Unternehmen. Die haben jetzt 500 amerikanische Rentner genommen, das ist tatsächlich wahr, bezahlt und sind mit denen zum Arzt gegangen. Dann haben sie die da untersuchen lassen und hatten also von realen Menschen Gesundheitsdaten. Und dann haben sie sich gefragt, die Menschen von der Deutschen Bank, was wäre denn, wenn diese Rentner Lebensversicherungen hätten? Und aus diesen imaginierten Lebensversicherungen haben sie dann, ich weiß nicht wie, wahrscheinlich mit Hilfe von Astrophysikern, einen Fonds gebastelt. Einen Fonds. Sie konnten da Geld anlegen, 10.000 Euro oder 9.000 Euro, je nachdem wie Sie. Und dann lag das Geld da drin und wenn diese 500 Referenzpersonen früher gestorben sind als vorausberechnet, haben sie eine höhere Rendite bekommen. Fragen Sie mal bei der Deutschen Bank nach, Compass Life 3. Fragen Sie mal, Compass Life 3 ist wunderbar, ein wunderschönes Segelboot vorne drauf auf dem Verkaufsprospekt. Ich habe mich natürlich immer gefragt, wem zur Hölle kann Ihnen die Deutsche Bank Wetten auf tote Senioren angeboten haben? Und die Antwort ist Rentnern. Rentnern! Die haben sich das ins Depot gelegt. Und wie läuft sowas ab? Kommt da so ein altes Mutti in die Deutsche Bankfiliale, ich habe noch ein bisschen Geld übrig. Und dann wachsen dem Bankberater kleine schwarze Hörner aus dem Kopf. Und er sagt, ich habe da eine Idee. Und wenn du die alten Leute fragst, warum habt ihr denn da angelegt, dann sagen die immer, ja, ich habe meinem Bankberater vertraut. Deutsche Bank sagt, Moment. Alle Anleger sind umfassend auf die Risiken dieses Fonds hingewiesen worden. Und das stimmt tatsächlich. Umfassend war die Information, der Verkaufsprospekt von Compass Life 3 war 200 Seiten dick. Und als größtes Risiko, stand da wirklich wörtlich so, als größtes Risiko wurde aufgeführt, ein Durchbruch in der medizinischen Forschung oder verbesserte Behandlungsmethoden, weil das Ableben der Referenzpersonen verzögern könne. Ist schon ein ganz schönes Risiko, wenn ich so gestorben wird, wie gedacht. Ich frage mich, warum können wir diesen Fonds nicht ausbauen? Das ist so vielversprechend. Wir haben auch deutsche Rentner. Ha, dann nehmen wir statt 500 amerikanischen Rentner, nehmen wir 10.000 deutsche Rentner. Und dann fragen wir die Mafia, ob sie noch Zeit hätte, mit einzusteigen.
Ja, oder die FIFA, ist ja egal von den Methoden her. Dann. Und dann steht eben nicht so ein netter Arzt bei dieser Referenzperson vor der Tür, sondern Luigi, der Ex-Knacki oder sowas. Kommen Sie bei Todesursache über 75, da schaut man nicht mehr so genau hin. Und dann haben wir eine wunderbare Rendite bei gleichzeitiger Entlastung der Gesundheitssysteme. Und alles nur, weil ein paar Menschen, die sowieso gestorben wären, ein bisschen früher gestorben worden sind. Wissen Sie was? Jetzt habe ich auch endlich dieses Segelboot vorne auf dem Prospekt verstanden. In der griechischen Mythologie... So früh hat noch nie jemand gelacht an der Stelle. Da sitzen so ein paar Humanisten da. Das ist schön. Hey. Gut, für die anderen erkläre ich es. Aber okay, nein, danke Gott. Nein. Wirklich, ist schön. Also in der griechischen Mythologie, da hat man geglaubt, dass die Toten mit dem Floß ins Totenreich hinübergesetzt werden. Deswegen hat man ihnen ein Goldstück mit auf den Weg gegeben. Wie man hört, hat die Deutsche Bank jetzt das Ruder übernommen. Okay, Hallo? Sie sind's, Herr Benani. Ich habe Ihnen doch gesagt, wir sollen die Leitung frei halten, falls Herr Dr. Gump dran ist. Sie haben Dr. Gump in der Leitung, sagen Sie das doch gleich. Okay, wie sieht's denn hier aus? Das muss ein bisschen... Ist doch alles nichts aus. Okay, ja. Okay, Stellen sind durch. Grüße Sie, Herr Dr. Gump. Hallo, Schrein bringt uns jetzt über. Hallo, hören Sie mich? Ruhig, Brauner. Moment, na, Herr Dr. Gump. Nein, Sie hören mir jetzt einmal zu. Herr Dr. Gump, Sie haben. Nein, Sie, Lorelei 3, das Derivat, hatte ein unglaubliches Risiko und das wussten Sie. Und Sie haben den Anleger, nein, jetzt hören Sie, nein, ich weiß ganz genau Bescheid. Mein Vater haben Sie nämlich auch noch mit reingerissen, Sie Adam Smith. Adam Smith habe ich Sie genannt. Ja, ich habe hier ein Foto von mir, von hier meinem Vater und Sie stehen direkt neben meinem Vater auf dem Golfplatz mit diesem Adam Smith T-Shirt. Trikottausch. Beim Golf. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das brauchen Sie mir nicht erzählen. Mein Vater ist nicht Adam Smith. Nein. Mein Vater ist DN. Das habe ich in jeder von diesen E-Mails. Dieter Neumann. Und Ihr Spitzname war wie? Dr. No. Ja, ich bin noch da. Hören Sie, meinen Vater kann man jetzt nur noch schwer verantwortlich machen für die ganze Sache, aber Sie sind ja noch eine Weile da. Und ich... Ich sage Ihnen jetzt Folgendes. Ich habe nämlich hier E-Mails, die ein Wirtschaftsverbrechen... Nein, ich kann jetzt nicht ins Internet. Ich bin offline. Bitte was? Natürlich habe ich die Unterlagen meines Vaters vor mir, sonst hätte ich Sie ja nicht angerufen. Bitte? Ein Urteil. Was für ein Urteil? Ja, da wäre ein Urteil vom Bundesgerichtshof. Warum? Hören Sie, das bedeutet nur, dass die Gerichte keine Ahnung haben, was Lorelei 3 überhaupt bedeutet. Aber das ist ja wieder typisch. Wie würden Sie es finden, Herr Dr. Gump, wenn die Presse davon Wind bekäme, dass die WPG 200.000 Euro angenommen hat, nur um die Unbedenklichkeit eines Wertpapiers zu bestätigen, das dann die Menschen im Osten von Deutschland Milliarden gekostet hat? Also, nein, das wollte ich... Hören Sie, Herr Dr. Nein, ich wollte in dem Erpressung ist kein schönes Wort. Hören Sie, das war doch jetzt... Okay, ja, Herr Dr. Gump, das ist natürlich richtig, Herr Dr. Gump. Okay, Herr Dr. Gump, dann... Alles klar, Herr Dr. Gump, vielen Dank, Herr Dr. Gump. Alles klar, Herr Dr. Gump, dann werde ich Ihnen diese E-Mails einfach und wir vergessen... Okay, Herr Dr. Gump, vielen Dank, Herr Dr. Gump, für dieses... Herr Dr. Gump, bitte was? Auf was? Auf Wiedersehen.
Ja, das hat ja prima geklappt. Die Anleger haben schon geklagt. Schauen Sie sich das an, Sie haben verloren. Die WPG sagt, das Gericht hat nicht die Unbedenklichkeit von Lorelei 3 bestätigt, sondern das Derivat nur einer zu niedrigen Risikoklasse zugeordnet. Ja, gucken Sie. Risikoklasse, Frau Drösel würde Ihnen das wieder mit Pyramiden erklären. Ja? Unterste Risikoklasse hier, am Boden der Pyramide, an der Spitze höchste Risikoklasse. Lorelei 3 war vom Risiko hier. Die WPG hat es hier angesetzt, die Anleger haben sich darauf verlassen und dann sagt das Gericht Pech gehabt. Die WPG kann nicht verantwortlich gemacht werden, weil, jetzt pass auf, die vorhandenen Risikoklassen nicht für die Bewertung von Derivaten geeignet sind. Denn Risikoklassen sind vor 30 Jahren definiert worden, zu einer Zeit, als es noch keine Derivate gab. Ja, sicher, versuchen Sie mal mit der Bedienungsanleitung von Ihrem ersten Kassettenrekorder einen iPod zu reparieren. Ich habe nichts. Und das mit den 200.000 Euro, das hat ihn überhaupt noch nicht mal gekratzt. Er hat gesagt, könnte ich der Presse schon stecken, dann hätte seine PR-Abteilung 3 Tage Ärger mit dem Spiegel und er würde dabei Golf spielen gehen. Aber wie ich es fände, hat er gesagt, wenn ich meinen Schreibtisch räumen müsste und wenn zur Feier des Tages der Stiftung meines Vaters diese Stiftung aufgelöst wird, wie meine Mutter das fände. Er hat sogar gesagt, wenn die Stiftung beerdigt wird. Das wäre so ein Gespräch gewesen mit Herrn Dr. Gump, von dem haben Sie sich von Anfang an gewünscht, es wäre schon zu Ende. Mein Vater ist nicht Adam Smith, hören Sie, mein Vater hat mal zu mir gesagt, da war ich 9 Jahre alt, Sohn, wir gehen jetzt Eis essen. Werde ich nie vergessen, weil wir haben es danach ja nie wieder gemacht. Und meine Mutter hat mir noch Geld zugesteckt, weil mein Vater hatte nie welches dabei. Und Ben hat das verloren und dann sind wir losgezogen. Nur wir zwei. Weißt du, nur wir zwei sind so losgezogen. Ich weiß den Weg noch. Wir sind da links am Bahndamm entlang, an der Feuerwehr vorbei, über den Lebzelter Berg hoch zur Eisdiele. Die hieß Arche. Weiß nicht warum, wahrscheinlich, weil sie von jedem Geschmack 2 Sorten hatten. Und da haben wir dann dieses, weiß nicht, ob es das noch gibt, dieses himmelblaue Eis gegessen. Dieses Schlumpfeis. Ja, kennst du das noch? Mit Sahne. Oh, und zwar so schlecht. Wir haben den ganzen Tag vor der Eisdiele gesessen, nur Papa und ich. Wir hatten so einen wunderschönen Tag. Und am nächsten Tag ist derselbe Mann losgezogen, um mit Herrn Dr. Gump Kleinanleger auszurauben. Man ist naiv, wenn man überrascht ist davon. Ne? Warum? Weißt du, der Kapitalismus braucht gar keine guten Menschen. Warum sollte mein Vater eine Ausnahme sein? Hauptsache die Geschäfte laufen, Hauptsache die Zahlen stimmen, der Umsatz wächst. Das muss immer alles wachsen. Nicht? Das muss immer alles wachsen. Ja, wie hat es Dings gesagt? Philipp Rösler hat so schön gesagt, nur was wächst, ist lebendig. Gut, wenn man sich die Mitgliedszahlen der FDP so anschaut. Ja, aber man hat so ein Wachstumsfetischismus, man hat so Angst, dass es nicht wächst, das Bruttoinlandsprodukt zum Beispiel. Da gibt es sogar Wörter dafür, falls es nicht wächst, dass man das gar nicht so merkt. Nicht, man würde nie sagen, das Bruttoinlandsprodukt ist schrumpft, nein, da gibt es dann so Worte wie, wir haben derweil ein bisschen Negativwachstum. Negativwachstum, das ist fast so intelligent wie stagnierende Seitwärtsmärkte. Negativwachstum, ich sag so zum toten Hamster auch nicht, der ist minuslebendig. Er hat sich bewegt. Aber sobald das Bruttoinlandsprodukt schrumpft, dann macht die Politik sofort in Alarmbereitschaft. Frau Merkel würde sofort, die macht dann sowas wie ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz. Ich sehe sie schon vor ihrer Trockenpflanze knien. Wachst du Sau! Das ist ein Gesetz. Von mir. Bitte. Aber das Bruttoinlandsprodukt, das misst ja leider nicht das Wachstum von Pflanzen, sondern mit dem Bruttoinlandsprodukt, da wird ja gemessen, wie gut es uns geht, so als Volk. Nicht? Das machen die relativ technisch, da werden so Waren und Dienstleistungen gezählt. Machen wir mal ein schöneres Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie sind eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Sie haben einen sehr guten Putzmann. Typisches Beispiel.
So, und dann, also, nein, jetzt, Sie müssen jetzt mal, ich habe Sie jetzt, wir ignorieren Sie jetzt mal ganz kurz, so. Denken Sie nicht nur da, okay. Und dieser Putzmann ist sehr gut, Sie zahlen ihm, sagen wir mal, 500 Euro im Monat mit Rechnung bitte, das Bruttoinlandsprodukt, es steigt. Jetzt passiert Folgendes. Sie heiraten den Putzmann. Er putzt jetzt aus Liebe. Schlecht fürs Bruttoinlandsprodukt. Verstehen Sie? Dem Bruttoinlandsprodukt. Dem Bruttoinlandsprodukt ist Ihr Glück vollkommen egal. Wenn Sie sich denken, oh, wir steigern jetzt mal das Bruttoinlandsprodukt, wir bauen ein paar Windräder. Schön, schöne Idee. Wissen Sie, was noch besser ist fürs Bruttoinlandsprodukt? Wir versenken eine Ölplattform in der Nordsee. Weil da haben wir nicht nur Aufräumarbeiten, die bezahlt werden müssen und mit einfließen, katsching, ins Bruttoinlandsprodukt. Wir haben auch noch Sanierungsarbeiten, Löscharbeiten und wir können eine neue Ölplattform bauen. Machen wir es noch einfacher. Wenn sich zwei Brillenträger auf der Straße prügeln und sie müssen danach beide zum Optiker, erzeugen sie was? Wachstum. Wenn also der Wirtschaftsminister sich vor uns hinstellt und sagt, wir brauchen Wachstum, was er eigentlich sagen möchte, ist, ich bitte die Brillenträger, sich auch weiterhin die Fresse zu demolieren. Nun, Philipp Rösler ist Brillenträger. Tun Sie ihm den Gefallen fürs Bruttoinlandsprodukt, meine Damen und Herren. Aber das Interessante. Das Bruttoinlandsprodukt ist eine interessante Zahl. Sie können dem Wirtschaftsminister irgendwie betonieren, aber er muss Danke sagen. Warum? Ich glaube, weil das Bruttoinlandsprodukt, es kennt keine Moral. Also wenn Sie das Bruttoinlandsprodukt steigern mit vielen Schulden, das wird nicht gemessen im Bruttoinlandsprodukt. Die Ungleichverteilung von Vermögen im Land, das wird nicht gemessen im Bruttoinlandsprodukt. Wenn sich ein Lehrer mehr Zeit nimmt für seine Schüler, als er eigentlich müsste, das wird nicht gemessen im Bruttoinlandsprodukt. Sagen wir mal, ehrenamtliche Arbeit wird nicht gemessen im Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt sagt also alles aus über unser Land, außer warum wir darin leben sollten. Und trotzdem tritt jeden Morgen wieder ein Politiker vor die Kamera und sagt, wir brauchen Wachstum, das Bruttoinlandsprodukt muss wachsen, wachst du Sau. Dass Länder wie Burkina Faso Wachstum wollen, das kann man ja nachvollziehen. Unser Land stellt sich derzeit die Frage, ob nach dem Verzehr einer Schweinshaxe, der Verzehr einer weiteren Schweinshaxe plus Knödel unser Wohlbefinden wohl noch steigern dürfte. Und sind überrascht, wenn es das nicht tut. Wissen Sie was, das Bruttoinlandsprodukt war noch nie so hoch wie in den letzten Jahren. Waren wir aber auch noch nie so glücklich? Wisst ihr, es gibt eine Zahl, die war noch nie so hoch wie heute. Das ist die verkaufte Anzahl von Ratgebern zum Thema Glück. Und da steht dann drin, wir sollen jetzt weniger konsumieren. Und was machen wir? Wir kaufen die Fortsetzung. Ja, oh, habe ich Ihnen schon erzählt, ich habe die Tochter von Dr. Gump getroffen. Ja, der hat eine Tochter. Das war auf einer Charity-Gala für die Opfer eines Tsunamis. Werde ich nie vergessen, weil die hatten da einen Wassersommelier. Kennen Sie nicht? Wassersommelier. Gibt es inzwischen? Ja, es gibt Weinsommelier, jetzt gibt es Wassersommelier. Weil es gibt so viele Wassersorten. Da hat er mir so ganz abstruse Wassersorten hat er mir ausgeschenkt. Als erstes kam dran levitiertes Wasser. Ich sagte, oh, was ist das denn? Ich sagte, ja, das Wasser wird mit Schwingungen versetzt, weil es bei seiner Verarbeitung an natürlicher Lebendigkeit verlöre. Ich sagte, oh, das haben wir jahrelang vernachlässigt. Hä? Sollten wir mal eine Charity-Gala veranstalten für die Wiederbelebung vom Toten Meer? Hat er gesagt, gegen Zynismus hilft Mondwasser. Kennen Sie das? Mondwasser ist wahnsinnig teuer, weil die füllen das hauptsächlich bei Vollmond ab. Was sehr intelligent ist, weil bei Mondfinsternis treffen die ja die Flaschen nicht. Und für halbvolle Flaschen, auf denen draufsteht, wir haben versucht, sie bei Mondfinsternis abzufüllen, können Sie schlecht einen Haufen Geld verlangen. So. Und dann kam er noch mit Wasser von den Fidschi-Inseln. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht's, vielen Dank, aber ich trinke nur veganes Wasser. So, und da stand eben die Tochter von Dr. Gump direkt neben mir, so klein, zierlich, hatte so ein rosa Kleidchen an, ich nenne sie gern Fräulein Lachsröllchen. Und sie hat
also meine Überheblichkeit zugegeben, dem Kellner gegenüber echt missinterpretiert. Sie hat, plötzlich hatte ich das Gefühl, ja, sie kommt näher und sie ist, ich bin so plötzlich Teil der Elite, weil sie hat so angefangen mit mir zu sprechen, als wäre ich einer von ihnen. Also sie hat so kennen Sie das, die singen dann so unter sich so geheime Lieder, so Elitenblues. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Das sind ganz traurige Lieder über das Leid der Elite. Wirklich, also das ist ganz traurige Lieder über zum Beispiel über Rückenschmerzen wegen zu hoher Steuerlast. Oder mangelnde Anerkennung ihrer Leistung. Also ganz, ganz trauriges, traditionelles Liedgut. Das geht zurück auf die Klagen von Sklavenbesitzern. Und da war so ein Sprecher von Greenpeace, so ein Keynote-Speaker, ja, auf der Charity-Gala, und der hat einen wunderschönen Satz über Nachhaltigkeit gesagt. Und da beugt sie sich so zu mir rüber und sagt, oh, mich nerven diese Gutmenschen. Und wissen Sie, was ich dann zu ihr... Hören Sie das? Das Quietschen ist weg, das wird das sein. Hallo, Herr Benani, sind Sie... Ja, sind Sie das? Das Quietschen ist weg, wie haben Sie das gemacht? Bitte... Der Lüfter im Lüftungsschacht geht nicht mehr. Prima. Das ich soll mir keine Sorgen machen. Die Luft müsste eigentlich noch reichen, bis das repariert ist. Herr Benani, ich weiß, das ist nicht Ihre Muttersprache, aber die deutsche Sprache ist doch sehr spezifisch, wenn es um das Wort eigentlich geht. Eigentlich ist es eine Einschränkung. Und eigentlich bedeutet das Gegenteil von dem, was man eigentlich sagen möchte. Eigentlich geht es mir ganz gut. Oder eigentlich habe ich nichts gegen Ausländer. Sehen Sie, den kennen Sie, das dachte ich mir doch. Sehen Sie, nein. Herr Benan, die nächste Frage, die ich Ihnen jetzt stellen möchte, zielt offensichtlich darauf ab, herauszufinden, ob die Menge an Luft, die mir jetzt hier noch verbleibt, und die Zeit, die gebraucht wird, um das zu reparieren, ob das in einem gesunden Verhältnis zueinander steht. Kommt darauf an, wie viel ich atme. Okay, beeilen wäre ganz schön. Ja, okay, ja, vielen Dank. Bitte, wenig bewegen, flach atmen. Okay. Okay, das ist nicht nachhaltig. Okay, wissen Sie, habe ich Ihnen noch gar nicht erzählt, oder? Die haben jetzt meine Oma für tot erklärt. Ja, die von der Bank über uns, die Rentenstelle hat die Rente meiner Oma der letzten 2,5 Monate zurückgebucht mit dem Hinweis, Empfänger ist verstorben. Hat sich meine Oma natürlich tierisch drüber aufgeregt. Ich meine, zu Recht, schon ein Schock, wenn du tot bist, hast du die ganze Zeit nichts davon gewusst, nicht? Und dann ist meine Oma zu der Bank und dann haben die sie auch erstmal mit dem legendären Satz empfangen, was kommen sie denn erst jetzt? Und dann war natürlich das Konto gesperrt von meiner Oma, weil es überzogen war. Und dann wollte die das entsperren lassen, ja? Und dann haben die gesagt, ja, das ginge nicht, haben so rumgedruckt. Meine Oma, warum können wir das nicht entsperren lassen? Dann haben die gesagt, ja, sie müsste erst beweisen, dass sie lebt. Die stand lebendig vor denen am Schalter. Aber klar, wenn du als Bank nur noch auf Tote wettest, irgendwann siehst du die Lebendigen nicht mehr. Und meine Oma musste dann, klar, die musste zum Einwohnermeldeamt. Ja, um eine Lebensbescheinigung zu holen. Eine Lebensbescheinigung. Das ist ein Papier, das besagt, dass der Überbringer zum Zeitpunkt der Ausstellung wohl noch gelebt haben müsste. Das ist ein hochspekulatives Papier. Das könnte ich einbauen in die Rede als Anekdote noch, wo man... Mir mache ich was vor.
Ich werde keine freche Rede halten morgen. Ich werde ein paar Worte sagen über meinen Vater, versuchen Herrn Dr. Gump nicht zu begegnen und dann mithelfen, die Lachsröllchen auszurotten. Dass ich mal so wert wie mein Vater, hätte ich nie gedacht. Ich trage dieselben Klamotten, bei derselben Firma, genauso käuflich. Gut, in einem Tresor zu ersticken, das ist mein Ding. Occupy hatte ich mir immer ein bisschen anders vorgestellt. Das ist ja schon ein bisschen ironisch, oder? Also, heutzutage in einem Tresor zu ersticken. Ich meine, das ein Tresor, der nur noch dazu da ist, eine Illusion zu beschützen. Mein Geld ist ja nichts anderes mehr als eine Illusion. Hinter Geld steht ja nichts mehr. Also früher, da mussten die Staaten noch zumindest so viel Gold im Keller haben, wie sie dann Geld ausgegeben haben. Das stand auf dem Dollar auch drauf. Dem Überbringer dieser Banknote ist der Wert in Gold auszuzahlen. Wissen Sie, was heute auf dem Dollar steht? In God we trust. Die europäische Variante wäre, wenn Sie auf den Euro draufschreiben, Himmel, hoffentlich geht das gut. Warten Sie noch eine Finanzkrise, wir fragen den Pumuckl, ob er kurz Zeit hat, nach Frankfurt zu kommen, weil wir noch was mit ihm besprechen müssen. Wir rufen ein unsichtbares Wesen an, um unsere Währung abzustützen. Es ist wirklich, also, es ist heutzutage geht's nur ums Geld, es geht nur um die Kohle. Und dabei ist Geld eigentlich, Geld ist nur etwas wert, weil wir dran glauben, dass es etwas wert ist. Also Geld scheint etwas wert zu sein. Deswegen heißt es ja auch Geld scheint. Und nein, nicht mehr. Mit der bloßen Vorstellung davon, dass Geld etwas wert ist, kann ich mir etwas kaufen. Aber versuchen Sie mal mit der bloßen Vorstellung von einem Pferd zu reiten. Nur manche sagen, Moment, hinter dem Dollar, da steht schon was. Hinter dem Dollar, da steht das amerikanische Volk. Ich glaube, hinter dem Dollar, da steht die US Army. Ist der Dollar nicht wunderschön? Hinter dem Euro steht nur Mutti. Als Spareinlagen. Die Spareinlagen sind sicher. Frage ist, wer steht hinter Mutti? Die Deutsche Bank. Deutsche Bank ist ja ein hochfaszinierendes Unternehmen. Also, die haben ein Geschäftsvolumen dreimal so groß wie der gesamte Bundeshaushalt, mehr politischen und wirtschaftlichen Einfluss als der ganze Bundestag. Aber keine Sorge, wir haben ja eine Bankenaufsicht, die zu 100% von den Banken bezahlt wird, die dann überwacht werden sollen. Die Deutsche Bank hat etwa 80.000 Mitarbeiter. Nur mal zum Vergleich, bei der Deutschen Bankenaufsicht, wissen Sie, wie viele sich nur um die Deutsche Bank kümmern? 10. Das ist nicht David gegen Goliath, das ist, als ob ein Schiedsrichter am Samstag alle Bundesligaspiele gleichzeitig pfeift. Mit verbundenen Augen. Gekettet an die Eckfahne. Jemand hat mal gesagt, Geld regiert die Welt. Wenn das wirklich stimmt, dann ist die Deutsche Bank Teil einer Regierung, die wir gar nicht gewählt haben. Und wir haben gar keinen Einfluss mehr auf die Spitzen. Jetzt haben wir sogar eine Doppelspitze. Ne? Jetzt haben wir mit Fidschen, wir haben Anju Zhen. Anju Zhen. Kann man auch betrunken aussprechen. Anju Zhen. Dieser Investmentbanker, kennst du? Das ist einer von denen, die uns in die Scheiße reingeritten haben. Der sitzt jetzt an der Spitze und hat überall so seine Investmentbanker positioniert. Er sagt, es wird jetzt alles anders. Na klar, ein paar von den Kollegen wurden interviewt, kurz nach der Finanzkrise, von Anju Zhen. Und dann hat ein Kollege von ihm gesagt, auf die Frage, warum haben sie nicht irgendwann aufgehört zu zocken, hat er gesagt, ja, solange die Musik spielt, muss man aufstehen und tanzen. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir denen ein bisschen in den Fuß schießen. Oh, Sie haben mich gar nicht zu Ende erzählt. Fräulein Lachsröllchen, wie Sie daneben gestanden. Deshalb, bevor ich das erzähle, ich habe nichts gegen Frauen. Auch nicht eigentlich. Nein, ich habe nichts. Das ist wirklich, ich bin sogar für die Frauenquote, was schwierig ist in meinem Freundeskreis. Wenn ich sage, ich bin für die Frauenquote, kommt immer, super, dann gehst du zur nächsten Podiumsdiskussion und sagst, warum werden Frauen seit Jahrtausenden unterdrückt? Ja, ich habe keine Ahnung, weil es sich bewährt hat.
Allein, dass dieser blöde Witz immer noch existiert, rechtfertigt schon ganz alleine eine Frauenquote. Nein, das ist... Nein. Das und diese 97% Männer in deutschen DAX-Vorständen, 97% Kerle, natürlich, die haben jetzt Angst, dass da Frauen dazukommen. Am Ende noch 30%, ich kann es ja verstehen, nehmen Sie die Automobilindustrie, oh, die haben Panik. Wem sollen die denn die ganzen Luxuswagen verkaufen, wenn 30% der Aufsichtsräte das zu kompensierende Organ ja gar nicht mehr besitzen? Auch die Deutsche Bank hat klargemacht, nein, kommt nicht in Frage, Frauenquote, niemals. Da war noch Ackermann vorne dran und da hat er ja auch wörtlich begründet, warum er gesagt hat, weil Frauen seien sowieso herzlich willkommen bei der Deutschen Bank. Und dann hat er gesagt, alter Charmeur, der ist, denn Frauen machen die Gremien farbiger und schöner. Farbiger und schöner. Ganz klares Bekenntnis zur Frau. Als Tischdekoration. Farbig und schön, wissen Sie, wie das klingt? Wie die Qualitätsansprüche von Silvio Berlusconi. Gott hab ihn selig, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Der alte Macho, ja, jahrzehntelang gefühlt an der Spitze Italiens. Jetzt nehmen wir mal an, irgendein anderer demokratischer Staatenlenker hätte gemacht, was dieser Mann... Stellen Sie sich vor, Angela Merkel wäre erwischt worden mit einem 17-jährigen Marokkaner. Jetzt haben Sie ein Bild im Kopf, ja? Und der nennt sie Mutti. Sie hat ihn gerade aus dem Gefängnis freigepresst und bei der Pressekonferenz stellt sie sich und sagt, ja und? Bloß weil ich mit ihm Bunga Bunga gemacht habe. Wissen Sie was? Schöne Männer zu lieben, das ist ja besser als lesbisch sein. Was glauben Sie, was da los wäre in Deutschland? Alice Schwarzer würde sich vor dem Kanzleramt in die Luft sprengen. Ich habe ja selber Angst vor der Frauenquote. Ich gebe es ja zu, 30% Frauen in oberen Führungsgremien. Das bedeutet ja gleichzeitig 30% testosterongesteuerter Alpha-Männchen auf der Suche nach Beschäftigung. Was soll man denn mit denen machen? Die kann man doch nicht alle auf die Gorch Fock schicken. Also müssen wir uns... vielleicht eine neue Quote überlegen, ha? So von meinetwegen 30% männlichen Vorständen in Kindertagesstätten. Ha? So als Idee, so. Oder meinetwegen auch in Kindergärten. Stellen Sie mal vor, Ackermann, jetzt hat er ja ein bisschen Zeit, nicht? Vor sich eine Horde von Kindergartenkindern, bewaffnet mit Wachsmalkreiden und Filzstiften. Und dann werden wir ja sehen, wer hier schön farbig wird. Und ich sag's Ihnen, keine Sorge um die Kinder. Die Kinder werden den Ackermann lieben. Niemand verkörpert die kleine Raupe Nimmersatt besser als der Ex-Chef der Deutschen Bank. Und keine Sorge, ich sag doch nicht, dass Frauen automatisch die besseren Menschen sind. Das, schauen Sie sich Fräulein Lachsrollchen an. Wie sie da stand, oh, mich nerven diese Gutmenschen. Wissen Sie, was ich da zu ihr gesagt habe? Ich habe gesagt, ja, genau. Schlagfertig, was? Ja, genau. Oh Gott, dass ich nicht mal einmal meinen Mund aufkriege, wenn es um wirklich was geht. Weißt du, der hätte ich mal eine Rede halten können. Ha? Da hätte ich sagen können, sehr geehrtes Fräulein Lachsröllchen, lassen Sie mich Ihre Analyse mit einer Rede vielleicht beantworten. Sehr geehrtes Fräulein Lachsröllchen, wir beginnen mit den Wirtschaftswissenschaftlern. Warum, Fräulein Lachsröllchen? Nun, das sind die einzigen Menschen, auf die unsere Politiker noch zu hören scheinen. Also, was sind Wirtschaftswissenschaftler? Stellen wir uns mal ganz dumm. Also, Wirtschaftswissenschaftler, das sind Menschen, die untersuchen Seifenblasen und sagen, sie müssten aus Zement sein. Sonst wären sie nicht so stabil. Und wenn die dann zerplatzen, sagen sie, oh, das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Und wenn wir fragen, warum nicht, dann sagen sie, ja, sie waren doch aus Zement. Frau Lachsröllchen, diesen Menschen haben wir vertraut.
als sie uns gesagt haben, wir leben über unsere Verhältnisse. Wir sollen jetzt den Finanzmärkten trauen und dem Staat sollen wir misstrauen. Und wir müssen jetzt ganz wichtig soziale Einschnitte hinnehmen. Da haben wir immer gefragt, warum müssen wir jetzt soziale Einschnitte hinnehmen? Da hieß es, das ist alternativlos. Und wenn wir gefragt haben, warum ist das alternativlos? Hieß es 17,3. Frau Lachshäuschen, wissen Sie was? Ich glaube, wir leben nicht über unsere Verhältnisse. Naja, ich glaube, wir besteuern unter unseren Möglichkeiten. Hören Sie, ich bin kein Steuerfachmann, aber seit 1998 haben wir einen Spitzensteuersatz von 53 auf 42% gesenkt. Wir haben die Unternehmenssteuersätze glatt halbiert. Jedes Jahr verzichten wir dank Steuererleichterung für Wohlhabende auf 50 Milliarden Euro. Finanztransaktionssteuer brauchen wir gar nicht drüber reden. Fräulein Lachsröch, ist es so radikal gedacht, dass diejenigen, die ein besseres Leben führen, das gönne ich Ihnen von Herzen, denjenigen helfen, deren Leben ärmer ist? Ganz ehrlich, ich erwarte nichts von der Elite. Von der Elite kriegen wir immer nur was zu sehen, wenn eines ihrer Mitglieder wieder einer Hotelfachangestellten zu stürmisch beim Bettenmachen geholfen hat. Frau Lachsröch, ich sag's Ihnen mal so, unsere Gesellschaft sitzt derzeit... Nein, nicht in einem Boot. Bei dem Geldzufluss müssten wir alle nach oben getrieben werden. Nein. Frau Lachsröch, wir sitzen alle in einem Restaurant. Und das gehört uns auch irgendwie. Kellner kommen von der Politik, die einen haben... viel Hunger, die anderen wenig Hunger, das ist auch okay. Die anderen haben wenig Geld, die anderen mehr Geld, auch okay. Aber ab und zu kommen halt Leute rein, die bestellen dann das 190 Milliarden Euro Menü. Und wenn der Kellner kommt mit der Rechnung, sagen sie, oh, das geht aufs Haus. Und der Kellner sagt, eine gute Wahl. Frau Lachsröchchen, Sie und Ihresgleichen, Sie sagen immer so schöne Sätze. Wie geht der eine Satz, wer mehr leistet, soll auch mehr verdienen. Oh, wissen Sie was, da bin ich ganz bei Ihnen. So sagt man das, man ist ja nicht mehr bei sich, man ist jetzt ganz bei Ihnen. Frau Lachsröchchen, wirklich, ganz. Ich gehe da ganz d'accord, wer mehr leistet, soll auch mehr verdienen. Sie meinen ja sicher die Leistung in Kindertagesstätten, in Pflegeheimen, in Schulen, nicht die Leistung, die Gemeinschaft stiftet und nicht die Leistung von ein paar gesellschaftlichen Underperformern, die mit Papis BMW zum Studium gefahren sind und uns jetzt erzählen wollen, dass nichts wert ist, was man ehrenamtlich macht, weil man es im Bruttoinlandsprodukt nicht messen kann, Fräulein Lachsröchchen. Fräulein Lachsröchchen. Ja. Frau Lachsröch, wir leben in einer Welt, in der die Banken auf Tote wetten, in der die Märkte Europa den Krieg erklären. Dank Wachstum und Konsum stehen wir vor dem Ende der Ölreserven, steigenden Rohstoffpreisen, Kriegen um Wasservorräte. Wir haben ein völlig zerrüttetes Wirtschaftssystem. Politiker, die immer, wenn wir fragen, was sollen wir denn dagegen machen, sagen, ja, mehr davon. Aber was vollkommen richtig war an Ihrer Analyse, Frau Lachsröchchen, das war, dass diese Menschen, die uns am allermeisten nerven sollten zurzeit, das sind diese verdammten Gutmenschen. Noch ein Lachsröchchen. Frau Lachsröchchen, nein, seien Sie doch mal nicht so. Ich habe eine Vision. Frau Lachsröchchen, ich habe eine Vision. Wir haben den Kapitalismus zu nah an uns rankommen lassen. Finden Sie nicht auch, in jedem Lebensbereich inzwischen ist der drin. Die Gesetze des Marktes, Selbstausbeutung, die Selbstmaximierung, Selbstoptimierung. Diese Marktgesetze können wir die nicht wieder... Schauen Sie mal, Bildungsmarkt, wir haben sogar einen Bildungsmarkt. Kinder nach der Grundschule haben Angst, komme ich in die Hölle oder ins Gymnasium. Warum können wir nicht den Kapitalismus ein bisschen von uns wieder wegschieben? Ich habe eine Idee. Frau Lachsröchchen, wir bauen im Kapitalismus ein Freigehege mit so Doppelglas. Und da setzen wir sie alle dahinter in den Käfig rein. Da die Investmentbanken, die Wirtschaftsprüfer aller Dr. Gump, die Kapuzineräffchen aus Yale und alle Parteien, die immer noch das Wort Wachstum im Programm haben. Und dann machen wir so ein kleines Schild davor, da steht drauf, Raubtierkapitalismus. Und am Samstagmorgen, wenn uns langweilig ist, dann gehen wir vorbei an diesem Käfig und gucken, was so los ist. Wenn nichts los ist, werfen wir ein paar leere Blatt Papier in den Käfig und warten, bis sie den Geldkreislauf wieder begriffen haben. Und dann geht's wieder von vorne los, dann werden sie anfangen, Bäume zu fällen und Pyramiden zu bauen und Kreisverkehre mit angeschlossenen Lidl-Filialen. Keine Sorge, Frau Drösel hat weiterhin einen guten Job. Sie verkauft jetzt Sitzplätze auf Ästen, die man sich selber absägen kann.
Unter dem Baum liegen 500 Kilogramm schwere Säcke, gefüttert von der Politik, bis sie platzen. Aber wir hören das nicht, weil wir haben ja Vogelgezwitscher eingespielt. Dort hinten steht ein FDP-Vorstandsmitglied und verkauft seine Gedanken. Leerverkäufe sind ja erlaubt. Und gucken Sie, da hinten ein paar Kellner verfolgen einen Elefanten mit der Rechnung. Und der Elefant, oh, bei seiner Flucht tritt er Dr. Gump auf den Fuß. Und wir rufen alle, eine gute Wahl. Oh, schauen Sie nicht hin, da drüben ist ein Gutmensch in den Käfig gefallen. Schon weg. Nur noch seine Lebensbescheinigung liegt da. Keine Sorge, Deutsche Bank hat schon einen Rentner draufgestellt und ruft Brickle Britt. Dort hinten liegt sanfter Teich aus veganem Wasser. Und ein paar Nixen spielen mit ein paar Finanzhaien Kaufladen. Und die Lachse veranstalten eine Charity-Gala mit Menschenröllchen. Und aus der Ferne hören wir leise einen Versicherungsvertreter weinen. Er ist zahlungsunfähig. Die Außerirdischen haben Angela Merkel endlich nach Hause geholt. Papa? Papa? Was machst du denn da? Du gehörst nicht in dieses Bild. Komm, komm, ich helf dir da raus. Du sollst da nicht drin. Komm, ich helf dir da raus. Komm, komm, dass du. Wie siehst du denn wieder aus? Hast du wieder mit diesen Wirtschaftsprüfern gespielt? Das ist doch kein Umgang für dich. Das sind viel zu feine Menschen. Komm, komm, Papa, und dann gehen wir nach Hause. Und dann, Fräulein Lachsträuchchen, dann gehe ich nach Hause mit meinem Vater. Aber wir gehen nicht gleich. Wir gehen links diesen Weg da an der. Ich weiß ihn ganz genau. Wir gehen am Bahndamm entlang, an der links vorbei, am unteren Markt über zum Lebzeller Berg hoch zur Arche. Und da spendieren wir dann dem Bettler ein Schlumpfeis mit Sahne. Wer ruft denn jetzt noch an? Oh. Hallo? Herr Benani, Sie sind, haben Sie bitte, ich habe ein bisschen viel Luft verbraucht. Ja, Sie haben den Lüfter repariert? Nicht repariert. Sie haben stattdessen die Hauptstromleitung durchtrennt. Herzlichen Glückwunsch. An Ihnen ist wirklich ein Musikprofessor verloren gegangen. Herr Benani, nein, diese Einzelheiten brauche ich nicht. Ich brauche hier. Die Tür ist was? Oh, das hätten Sie auch mir ein bisschen früher sagen können. Frau Lachsröllchen, verzeihen Sie, ich muss los. Ich muss nur eine Rede halten, aber Sie können ja noch ein bisschen tanzen. Die Musik spielt ja noch für Sie. Und Sie? Naja, genießen Sie die Luft.